Hallo meine lieben Freizeitstrategen da draußen und herzlich willkommen hier zurück zu Total War Saga Thrones of Britannia. Wir erobern hier immer noch Irland von den Wikingern zurück und haben zunächst einmal hier einen Level-Up zu erledigen. Der General Fossat hat mal wieder einen Level-Up. Der ist sehr, sehr loyal. Oh, der hat sogar Regierungsfähigkeiten, das sollte man echt nicht außer Acht lassen. Ich gebe ihm wie immer erstmal den Quartiermeister, weil dann sind die Jungs schneller. Und wo ist er eigentlich überhaupt? Ach, der ist hier in Aberfroh. Da bin ich aber froh, dass er in Aberfroh ist. Ja, ja, ich weiß, ganz schlechter Wortwitz. Hier ist unser König. Möchte eigentlich, dass jetzt hier mein König, der soll in Irland mitmischen und er hier soll dann hier bleiben. That's the plan. Er wird hier das hier jetzt verteidigen, was wir hier haben. Und unser König soll da drüben in Irland mithelfen, die netten Wikinger dort davon zu überzeugen, zu überreden, dass es vielleicht dann doch besser wäre, woanders zu sein. Ach, wie nett. Da rebelliert doch irgendetwas. Und das nehmen wir natürlich sofort easy going ein. Bums, bums und zack. Ich find's immer so lustig, ne? Als ob man sich so schlagen lassen würde. In echt. Ja, es sind halt cineastische Kampfanimationen. Ich erreiche meine volle Kraft. So, der ist auch weg. Dann müssen wir wieder was reparieren. Das haben wir getan. Oh Gott, wieder minus 16. Die blanke Hölle. Oh, das hat ihm aber ein Level abgebracht. Jetzt hat er. Ich hab ihm mal völlig umsonst hier so ein Ding gegeben. Egal. Gut. Dann haben wir noch andere Armeen. Unser aller Feind fällt. Ach, das ist der Fossat. Ich wollte gerade schon sagen, wie viele Fossats haben wir dann, aber das ist der Fossat. Okay, hier ist jetzt wieder Feindgebiet. Da wollte ich, glaube ich, hin. Da wohnen die Wikinger. Holt sie euch! Ja, wir müssen das hier einfach 1, 2, 3 wieder mal machen. Belagern. Für die Morgen! Da sind einige Krieger drin. Dann. Ihr lechzt nach Ruhm. Was ist mit euch hier los? Wollen loslegen! Wollen loslegen. Warum ist das hier so rot? Ich weiß es nicht. Ich weiß wirklich nicht, warum das so rot ist. Also wir werden das jetzt erstmal hier erobern. Und wir werden auch das hier, den hier wegnehmen, weil das sind alles so ganz, ganz komische Wikinger. Moment. Jetzt gucken wir mal. Was für Wikinger sind denn das? Das sind die... Nee, nicht. Sind das die Fingal? Ja, das sind die Fingal. Und das hier sind. Das sind alles Wikinger. Völlig egal, wen ich jetzt hier angreife. Machtrang 7. Wir sind inzwischen Machtrang 1. Ach, wisst ihr, ich bin da jetzt relativ schmerzbefreit. Was? Das sind die Galgeudels. Zählt auf uns! Ich bin da jetzt relativ schmerzbefreit, was das Thema angeht. Das Einzige, was ich noch machen möchte und verhindern möchte, ist, dass ich jetzt hier natürlich zu sehr Dresche beziehe. Ah, und da geht jetzt das hier auch. Wunderbar, okay. Gut, dann haben wir jetzt diese Situation jetzt hier im Griff, was das hier angeht. Wir haben jetzt hier ein Katapult. Ich möchte noch einen weiteren Bogenschützen haben. Und dann geht irgendwie noch einen weiteren diese Armee rein. Ach komm, dann machen wir noch das. Nee, wir lassen jetzt den Bogenschützen weg. Dann nehme ich lieber noch mal einen Speerträger. Zack. Gut, und diese Armee ist jetzt auch wieder vollständig. Festungen werden zittern. Dann baue ich jetzt hier noch das Wirtshaus aus. Das wird uns auf Dauer helfen. Und wir haben schon wieder so viel Geld, dass wir grundsätzlich mal wieder ausbauen müssen. Wobei wir noch eine Armee übrig haben. Ja, stimmt. Wir rubbeln jetzt erstmal hier nochmal die Katz. Und wir setzen Land für Land. Keiner wird gegen uns bestehen. Ja, es ist nicht mehr viel, glaube ich, was wir tun müssen für diesen Sieg. Mal gucken, wie viel es am Ende wirklich noch ist. Provinzen. Nee, minus 16 würde ich bestimmt nichts machen. Das ist eine neue Aufnahmesession, deswegen weiß ich wieder überhaupt nicht, wo ich mich eigentlich hier befinde. Ah, da können wir eine Klosterei, eine Abtei noch bauen. Stratklut. Sudreer. Adfochla, Breifne, ich
finde die Namen immer noch so geil. Connacht. Cumberland. Dalfitach. Entschuldigung, Viertach. Schlimmer. Was? Schlimmer. Oh Gott. Ich weiß wirklich nicht, wie man das ausspricht. Das ist wahrscheinlich komplett anders. Hier sind wir schon bei 0. Was ich cool finde. Das gleicht sich komplett aus. Perfekt. Ja, mehr können wir nicht machen. Rundenende. Wir haben wieder Geld übrig. Und werden jetzt hier Irland einfach mal so regalisieren, sozusagen. Also nicht legalisieren, sondern regalisieren. Sondern mal make Gallia wieder great again oder so. Gedinglischt. Falsch gedinglischt. Wir können wieder was forschen. Jetzt haben wir, glaube ich, das hier erforscht. Die Rekrutierungskosten sind reduziert. Jetzt kann ich die Unterhaltskosten reduzieren, was natürlich völlig sinnbefreit ist. Aber wir machen es. Weil Geld ist nicht unsere Sorge. Hier haben wir einen General, einen und Statthalter, der bekommt eine weitere Schreiberling, um hier noch effizienter zu werden. Und was ist da los? Gebäude benötigt Reparaturen, weil wurde geplündert. Okay. Ich wollte schon sagen, weil ist halt so. Nee, aber das hat sogar wirklich Gründe. Dann will ich hier natürlich das hier noch ausbauen. Dann kehren wir hier wieder zurück. Das ist richtig... dieses Land hier erholt sich gerade eben eigentlich fast gar nicht von dieser ständigen Plünderei. Das ist ein echtes Problem. Immer minus 9, ne? Am laufenden Band. Das wird noch schwierig werden, das Land im Griff zu behalten. Die Männer wollen endlich loslegen. So, jetzt können wir eigentlich... Das sind ja auch so ein paar von diesen Wikingern. Im Krieg glänzen. Bevor ich mir einen weiteren Krieg jetzt hier in die Backe lache, mache ich das hier erstmal den anderen weg. Also den Wikinger, den wir bis jetzt gerade eben bekämpfen. Und wir besetzen es. Hier wird nichts befreit. Ist ja sinnbefreit, hier zu befreien. Ja, ich muss die halt erstmal alle reparieren, bevor ich die dann umwandeln kann. So, ihr könnt hier in Roos mal vorbeischauen. Und ihnen das wegnehmen. Die haben hier echt nichts mehr. Unverzüglich. Lol, besetzen. Ausrauben, da geht nichts. Kapiert. Ist wahrscheinlich schon alles kaputt. Es ist alles kaputt. Ich komme da an, um es zu reparieren. Es ist doch nicht wahr. Das finde ich jetzt sehr, sehr dreist. Gegner macht Dinge kaputt und lässt seinen Gegner alles reparieren. Wird gegen uns bestehen. So, die müssen hier reparieren. Das wird ruhmreich. Die hier... lass ich tatsächlich... Ich lasse die jetzt hier einfach hier durch das Land ziehen von den, von den anderen Wikingern. Ich habe keinen Respekt vor ihnen. Und ich zeige es ihnen auch ganz offen. Unsere Tapferkeit ist legendär. Die müssen hier nochmal regenerieren. Wo ist unser King? Das ist endlich mal ein Wort. King. Alle bereit. King. Kampfbereit. Where the hell is he? Ruderer. Warum wird er mir hier nicht in der Liste aufgeführt? Das macht keinen Sinn. Wir landen gleich an. So, ich lande direkt hier an. Warum wird er mir in der... Weil ich scrollen muss. Deswegen. Ich bin es nicht gewöhnt, dass ich scrollen muss. Wie ich gerade festgestellt habe. Für die Morrigan, genau. Meine Krieger sind unschlagbar. Und dann habe ich hier noch diese Armee. Stimmt, wir haben tatsächlich zwei Fossats. Da ist der Fossat und da ist der Fossat. Okay, also hatte ich doch recht, dass wir mehrere von diesen Fossats haben. Da muss irgendwo ein Clan sein. Ich glaube nicht, dass man mit denen sinnvoll reden kann. Ziemlich der schwächste von denen noch. Lassen wir das. Was fehlt denn uns noch hier für den ultimativen Sieg? Erzielt einen beliebigen langen Sieg und vernichtet anschließend die Invasionsflotte der Wikinger. Anschließend. Ja, das wird wahrscheinlich so in diesem Ding ins Laufen. Beherrscht 20 Provinzen, momentan habe ich 12. Wir arbeiten daran. Beherrscht 110 Siedlungen. Wir arbeiten daran. Ich bezweifle, dass wir diesen langen Sieg hinbekommen. Ruhmsieg. Bräuchten wir 532 Ruhm. Den Königreichssieg werden wir nicht hinbekommen.
Wie viel Ruhm haben wir? Kann ich das irgendwo sehen? Ich habe auf jeden Fall eine ganze Menge Legitimität. Aber es gibt, glaube ich, keinen Legitimitätssieg. Ich muss doch sehen können, wie viel Ruhm ich habe. Ruhm. Ich habe 451. Also wir können den Ruhmsieg erlangen, den langen Ruhmsieg. Und müssen dann nur noch die Wikinger platt machen. Das klingt doch für mich eigentlich machbar. Boah, ey, also ganz im Ernst, das ist dreist. Das nenne ich jetzt auch mal einfach mal Verzweiflung des Gegners. Für den Ruhm der Gälen. Auf dem Krieg. Natürlich reitet er dorthin. Stirb. Das war sogar der König von denen. Tja. Deine Männer, meine Männer. Der Swain ist verstorben. So, wir gehen dahin, denn ich möchte, dass die Jungs hier nochmal regenerieren. Ich hab's doch gerade eben erst repariert, oder? Er ist geplündert und hat dabei nichts kaputt gemacht. Wie ineffizient kann man plündern? Egal. Wir enttäuschen euch nicht. Ein weiterer General, der ein Level-Up hat und dadurch jetzt... Moment, was war die Stufe nochmal? Nochmal 10% Bewegungsreichweite und nochmal 5% weniger Unterhaltskosten und die Rekrutierungskosten gehen runter. Ja, das ist doch nice. Wir lechzen nach Ruhm. Der hier hat jetzt schon den maximalen Schreiber. Dann machen wir noch den Barden, das erhöht die öffentliche Ordnung. Und er bekommt jetzt auch den maximalen Schreiber. Was ist denn da los? Er hat geringe Versorgung. Ja gut, die sitzen aber auch im falschen Land, um eine hohe Versorgung zu haben. Das kriegen wir jetzt aber auch hin. Unverzüglich. Meins. Jetzt sollte die Versorgung wieder besser sein. Ist sie aber nicht. Man weiß es nicht. Wir swappen diese Gebäude hier. Können hier gleich aufwerten. Können das hier auch noch gleich aufwerten. Was ist denn das? Fels von Kaesil. Nie von gehört, ist bestimmt total cool. Bei der Gelegenheit werden wir hier gleich mal eine Runde belagern. Nehmen wir doch gleich mal die letzte Hauptstadt weg. Oh, das ist gar nicht ihre Hauptstadt, oder? Was ist denn ihre Hauptstadt? Man weiß es nicht. Ich sehe gar nicht, dass sie eine Hauptstadt... Doch, das ist die Hauptstadt, okay. Dann haben wir den Fossat hier. Den schicke ich gleich mal dahin. Männer wollen endlich loslegen. Der hier muss noch ein bisschen regenerieren. Wie gesagt, den werde ich bald brauchen. Der muss aufpassen hier und der muss hier aufpassen. Gut, wir behalten mal das Geld jetzt hier nochmal so ein bisschen auf der hohen Kante. Ruhmtechnisch, ich will gleich nochmal was forschen, was mir irgendwie noch Ruhm bringt. Wo waren wir? 451 Ruhm oder so. Ich muss mir gleich mal gucken. Wir haben doch sicherlich irgendwas, was unseren Ruhm noch erhöhen kann. Wahrscheinlich auch allein die Tatsache, dass wir irgendwas erobern, dass wir Schlachten gewinnen. Das dürfte doch alles Ruhm im Grunde erhöhen. So. Boah, ey, schon wieder, ey. Rebellion. Es ist immer das Gleiche. Unsere Tapferkeit ist legendär. Geht doch weg und hört auf zu rebellieren. Nerviges Volk hier. Ja, ist okay. Ich wünschte, ich könnte das abbrechen, müsste mir das nicht mal angucken. So, wieder meins besetzen. In Ordnung. Bin echt am Überlegen, ob ich jetzt nicht sogar wirklich... Also, ich habe einfach keinen Bock mehr, dass es jetzt die ganze Zeit hier zu solchen Problemen kommt. Ich reiße jetzt hier diese Dinger jeweils eine Stufe ab. Ist mega nervig, dass das hier momentan das Problem ist. Ja, ja, Gebäude benötigt Reparatur. Warum, weiß ich nicht. Wahrscheinlich gab es eine Überschwemmung. Hier kann ich noch was ausbauen. Fällt mir gerade eben auf. Bin ich total vernachlässigt, dass ich das hypothetisch gesehen tun kann. Minus 1 bringt mich nicht um. Ist alles gut. Ist auch alles gut. Also minus 1, wie gesagt. Damit kann man leben, mit minus 1. Ich glaube, hier ist nirgendwo was, wo ich noch was bauen kann. Zeit. Hier vielleicht.
Nee, selbst das habe ich komplett ausgebaut. Wahnsinn. Dann scrollen wir mal hier noch weiter runter. Hier wird alles... Nö, ich habe alles gemacht. Alles. Na gut, dann gehen wir weiter. Unser aller Feind fällt. Beziehungsweise, warte mal, ich mache ja was anderes. Die Köter sind eh nichts wert. So. Ich bereite mich schon mal auf die Angriffe hier vor. Dann nehme ich ihn das hier weg. In Ordnung. Also gut. Eines nach dem anderen. Für den Ruhm. Ich habe keine Ahnung, was das hier soll. Der steht jetzt hier schon wieder mit so einer einzelnen Einheit rum. In Ordnung. Kann ihn aber hier nicht angreifen. Ach, jetzt haut er ab. Lustig. Ist eh gleich rum. Diese Wikinger sind keine Gefahr mehr für uns, ne? Was wir hier machen, ist im Grunde eigentlich jetzt nur noch der Durchmarsch für den... Aber das ist am Ende des Spiels immer so, ne? Also kannst du machen, ist im Grunde eigentlich nur noch sozusagen jetzt ein Checkpoint-mäßiges Abfarmen der restlichen Sachen. Ich werde immer bekannter. Ich werde immer bekannter. Aha. Ja, jetzt habe ich schon wieder so viele Sachen eingenommen. Jetzt beschweren sie sich garantiert wieder so. Der König hat so viele Sachen. Ich will auch was haben. Wetten. Wo sind denn jetzt hier unsere Grundbesitze? Hallo, König, wo bist du? Da! Ja, er hat wieder mal 1 Milliarde Sachen. Was ist denn das hier? Kelmeg-Eda. Das ist das hier. Das drücke ich doch jetzt mal irgendeinem rein, der gar nichts hat. So. Das hat immerhin schon mal ein bisschen geholfen. Jetzt beschweren sich die anderen, dass ich immer noch so viel habe. Das gebe ich jetzt mal dem Ugäer. Und zwar... Ja, das Kelleck... Hä? Habe ich das nicht gerade eben dem einen gegeben? Ich verstehe es gerade nicht. Okay, dann gebe ich ihm halt das da. Irgendwas stimmt da nicht. Knoda. Dann gebe ich halt dieses Knoda. Was habe ich denn noch hier? Zell. Ah, das hier. Das kann ich hergeben. So, jetzt wird es, glaube ich, wieder besser. Der hier meckert jetzt hier noch rum. Knoba. Wo ist denn Knoba? Knoba. Da, Knoba. Dann bekommt der jetzt hier Knoba. Und jetzt sind sie hoffentlich alle wieder glücklich. Ich guck gerade mal, ja, der hat Loyalität 6. Ist mir doch jetzt egal. 6 ist noch völlig in Ordnung. Gut. Auf jeden Fall meckern sie jetzt nicht mehr rum. Unsere Tapferkeit ist legendär. Kann ich hier noch was bauen? Sollte ich besser nicht. Die hier sind auch noch am rumregenerieren. Und die auch noch. Und ich kann die Runde vielleicht wieder beenden. Also der eine Viking ist auf jeden Fall schon so gut wie geschlagen. Das heißt, ich kann jetzt demnächst anfangen, den anderen anzugreifen. Und jetzt schauen wir mal in der nächsten Runde, wie es um unseren Ruhm aussieht. In der Hoffnung, dass wir dadurch dann den Sieg so schnell wie möglich hier erreichen können. Oh Gott. Ey, nervt der rum. Der Typ. Was? Dubgale hat mir den Krieg erklärt. Was ist ein Dubgale? Seid ihr das? Ja, lol! Meine Krieger sind unschlagbar. Ist aber schlecht für euch, dass ihr diese Entscheidung getroffen habt. So, wir haben Level-Ups. Jetzt wieder mal einer, der hat einen Schreiberling. Der bekommt auch nochmal einen Barden. Und das ist der jetzt hier, der hat einen Level-Up. Der bekommt Bewegungsreichweite. Ach, was soll's. Ja, der bekommt das hier noch. Jetzt muss ich halt extrem aufpassen. Ne? Ich glaube, der kommt nämlich an uns ran. Nee, kommt er nicht. Wie praktisch. Das ist super. So, bevor ich jetzt hier was forsche, erstmal ganz kurz mal einen Blick auf unsere Ruhm-Situation. Wir haben jetzt einen Ruhm von 492. Für den Ruhm-Sieg benötigen wir 532.
Jetzt schauen wir mal, ob ich irgendwo was mit dem Ruhm machen kann. Ich meinte nämlich, dass ich irgendwo meinen Ruhm steigern kann. Oder habe ich das damals schon getan? Oder kommt das erst noch? Ich meinte nämlich, dass irgendwo was war mit XYZ 12 Ruhm. Also ich, wenn, dann finde ich es gerade nicht. Zivil vielleicht? Unterhaltskosten, Nahrungsproduktion für alle Regionen. Nee, fruchtbares Land will ich nicht. Das hier vielleicht, das hier vielleicht. Korruption, feindliche Versorgung, geringere diplomatische Bonus gegen alle Fraktionen, interessiert mich überhaupt nicht. Also, ach, hier gibt es nochmal Legitimität. Im Handel. Plus, was? Handelsgipfel. Plus 5% feindliche Bewegungsreichweite auf Kampagnenkarte. Warum sollte ich denn das machen? Das ist doch Quatsch. Schreiber. Kirchenmusik. Plus 3 Erfahrung für Generäle pro Runde. Verstärkungsreichweite. Also, entweder wir haben es schon geforscht oder ich finde es gerade eben einfach nicht. Ich kann das jetzt gerade eben nicht ausschließen. Weder das eine noch das andere. Verstärkungsrate. Minus 5% auf das Geld. 150 Verstärkung. Das ist doch mir egal. Dann mache ich jetzt hier mal die Leibwache besser. Das muss ich ja nicht machen. Um das ja gemacht. Um Technologie. Erforscht Kriegergesellschaft, um diese Technologie freizuschalten. Letzte Stufe in der Nahkämpferkette. Ey, machen wir doch das. Dann habe ich das auch noch frei. Irgendwo habe ich jetzt wieder ein Gebäude, das hier kann geswappt werden. Das hier kann ausgebaut werden. Das hier kann repariert werden. Sehr schön. Im Krieg glänzen wir. Ach wisst ihr, ich habe einfach keinen Bock mehr darauf, dass der da. Also ich werde dem jetzt hier nicht hinterherrennen. Ist mir einfach zu viel. Das könnte teuer werden, dieser Angriff. Nur mal überlegen. Ich belagere das erstmal. Kann ich mich noch Leute hinzuziehen bei Gelegenheit. Ihn hier nämlich. Und dann ist das Thema nämlich durch. Wer ist denn das hier noch? Die Fingales sind doch auch so Wikinger. Ja, und jetzt ist der Drops gelutscht. Tschüss. Autsch. Das muss man ja nicht selber spielen. Das ist total unnötig. Oh, Ausrauben wäre sehr, sehr... Schon dabei. Die hätte ich jetzt unterwerfen können, aber wie gesagt, ich habe mich jetzt ja schon für diesen anderen Sieg entschieden. Gellen für immer. So, und so, und so, und so, und so, und so, und so. Wo habe ich denn jetzt hier noch Truppen? Für den Ruhm der Gellen. Die haben eine extrem schlechte Versorgungslage und ich verstehe nicht, wieso. Ist mir ein Rätsel. Warte mal, wie weit kann der gehen? Ich gehe jetzt erstmal hier bis. Ich bleib mal hier kurz stehen. Wie weit kann der gehen? Der hat keine Chance, da irgendwo hinzukommen. Das heißt, der kann nicht mal bis hier. Zählt auf uns! Ich gehe bis hier hin. Dann regenerieren die hier noch. Und dann bin ich für ihn eine extreme Gefahr mit diesen beiden Armeen hier. Egal wo der hingeht, der hat ein Problem. Kerel. Was ist mit dem hier? Der hat auch noch eine 20er Stack Armee. Für den Ruhm der Gälen. Ich bin am überlegen. Ich schmeiß jetzt mal die hier raus. Ich möchte hier nochmal das hier dazu nehmen. Und einen weiteren. Ach komm.
So. Sind wir super aufgestellt, können damit alles angreifen. Du brauchst ja im Grunde nur eine einzige Belagerungsmaschine pro Armee. Das haben wir schon 97 Legitimität. Schade, dass die Loyalität dadurch nicht noch höher wird. Aber vielleicht kommt das ja noch. Jetzt bleibe ich mal hier und hoffe, dass sich die Situation jetzt hier mal klärt. Jetzt habe ich minus 11, ich muss hier noch mehr eindeppern. Nein! Ausbauen! Genau falsch rum. So, und Rundenende. Und Artfert. Die haben schon geile Namen dort. Teilweise auch lustige Namen. Also zumindest für uns klingen sie lustig, für mich zumindest. Und auch Namen, die man einfach nicht aussprechen kann. Ja, der kommt jetzt hier runter, damit verliert er jetzt seine andere Immobilie. Hat er jetzt etwa vor, ist das Ding jetzt zu belagern? Ist das... Was wird denn jetzt hier schon wieder rebelliert? Pausenlose Rebellionen. Jai-jai-ho. Ich muss echt hier noch ein paar Sachen bauen, um das zu unterbinden. Oder ein paar Sachen abreißen, um dafür zu sorgen, dass die Laune nicht so schlecht ist. Oh ja. So, das ist eine Rebellion gewesen. Jetzt wird es erstmal repariert. Ich bin ja schon dabei, hier Sachen zu bauen, wie ich gerade sehe. Also ich mache schon, was geht. Ist wieder ein Statthalter. Zack. Gut. Unser Angus hat das ja gerade eben eingenommen und marschiert deswegen jetzt hier in diese Richtung. Geht auch kackendreist durch feindliches Gebiet, weil who cares. So. Der geht da noch mit hinterher. Regeneriert dadurch noch ein bisschen. Denn ich werde mir jetzt das jetzt gleich in einem Handstreich auch noch einverleiben. Gegen uns bestehen. Unsere Feinde werden zittern. Ach, da komme ich nicht ran. Ich gehe hier hin. Unser aller Feind fällt. Dann habe ich nämlich zwei Armeen gegen eine. Meine Krieger sind unschlagbar. Tja, schade für ihn, dass er diesen Kampf aufnimmt, ne? Und auch der ist weg. Wie gesagt, ich muss solche Schlachten nicht schlagen, Leute, wenn ich ja sehe, dass ich ohnehin 5 Millionenfach überlegen bin. Das ist absoluter Quatsch, das zu machen. Wir enttäuschen euch nicht. Zum Sieg! Unsere Tapferkeit ist legendär. Hoch die Füße! Hoch die Füße, alles klar. Der Vorsatz. Wie glänzen wir? Wo will ich mit dem hin? Stimmt, der soll ja den hier verfolgen. Bringt mir ihre Köpfe. Ernsthaft, du belagerst das. Für die Morgen! Ich glaube, du belagerst das nicht, mein Freund. Für den Ruhm der Gälen. Tja, und jetzt wirst du mir nicht mehr entkommen. Keiner wird gegen uns bestehen. Gut, habe ich das jetzt hier so langsam sicher auch mal im Griff? Minus 5. Ich kann das ja noch weiter ausbauen. Danach haben wir es, glaube ich, im Griff. So. Danach gucken wir jetzt gleich mal nochmal, wo wir jetzt mit unserem Ruhm stehen. Ihr könnt nicht hoffen, neutral zu bleiben. Was? Gegen wen denn? Doch, klar, kann ich das. Klar kann ich hoffen. Ich hatte große Hoffnung. Ja, ich weiß jetzt, mit der wird hier keinen Krieg anfangen. Das ist doch totaler Quatsch. Da halte ich nur mittelmäßig was davon, weil ich auch nur mittelmäßig was davon habe. Also eher so, dass ich aufs Maul krieg. Boah, ey, dieser Wikinger. Was ist denn das für eine? Die ist charmant. Gibt dem eben... Och komm, ja, Segen erteilen, passt schon. Heirate doch, wenn du willst. Hier bleiben wir so und der Typ hier, der wird jetzt hoffentlich hier einen draufkriegen. Es geht voran, tötet sie alle! Wie er mir halt einfach wieder entkommt, wisst ihr. Unsere Tapferkeit ist. Ich muss ihm jetzt hier entgegenziehen, um ihn abfangen zu können. Wenn es so geht, erreiche ich ihn. Wenn es so geht, erreiche ich ihn auch. Für
Für den Ruhm der Gälen. Was ist denn das? Das ist ja ein Gegner. Ins Gefecht. Das ist eine Rebellion. Wie geil ist das denn? Für die Morrigan. Wie praktisch. Also so können die Gegner mir gerne ihr ganzes Zeug vor die Füße kippen. Also damit lebe ich lieben gerne. Kapiert. So, der ist verstorben. Das ist alles meins. Das finde ich gut. Die Männer wollen endlich los. Das Lustige ist, also ich muss dich jetzt hier gerade eben gar nicht viel machen. Nee, warte mal, ich muss hier hin. Auf das dem ist Weg ja schon zum meins Room. Hier. Das hier ist das nächste, was ich mir überlegen muss. Wir lechzen nach Das Room. Hier gehört plötzlich jetzt schon einem Verbündeten. Ja. Ja, Gelgeudel hat sich das hier einverleibt. Mehr als bereit. Ich muss hier runterwärts. Fürchtet uns. Ja, ich ziehe jetzt hier vorbei, das ist mir jetzt egal. Und jetzt gucken wir mal, wie wir es in unserem Ruhm so haben. Ja, wir haben es gleich. 521 haben wir schon, meine lieben Freunde. Ich gehe davon aus, dass wir das jetzt in der nächsten Folge irgendwie gewuppt bekommen. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und sage, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi und ade.